Guten Morgen, es ist Dienstag, ich habe frei und deswegen geht es heute zum Bouldern. Und ich teste mal eine andere Kamera aus als sonst. Nämlich eine Actioncam, die ich mir geholt habe, testweise, um ein paar Sachen zu testen. Wie zum Beispiel Bouldern. Hier ist dunkel, warum ist hier dunkel? Wo ist besser? Das ist jetzt auch nicht speziell ein Test für die Kamera an sich beim Bouldern, sondern allgemein. Will ich die mal testen, wie die so für einen normalen Tageseinsatz oder für einen, das ist laut hier, für einen Einsatz zum Vloggen so geeignet ist. Aber mal so, weil ich mal sehen will. Mann, hier ist aber Betrieb. Nur aber. Also, ich möchte den Tageseinsatz einfach mal testen von so einer Actioncam. Das ist schon ein bisschen einfacher als mit einer Kamera mit einem Gimbal, weil man die halt schneller einfach so bewegen kann und wegpacken kann. Drehen und so weiter. Funktioniert bei so einer Kamera ein bisschen schneller. Dafür ist sie auch geeignet. Und wie gesagt, ich hätte Bock, so eine Kamera ans Fahrrad zu machen oder irgendwie, keine Ahnung, hier an die so eine Brusthalterung. Damit man das beim Laufen auch filmen kann. Ist eine Idee. Allerdings, mir gefällt dieser digitale Weitwinkel-Look nicht so wirklich. Ich will mal testen. Und deswegen nehme ich sie mit zum Bouldern. Obwohl man die Aktion auch mit jeder anderen Kamera filmen kann. So, Straße. Die Kamera geht auf jeden Fall schon mal schneller an als meine Pocket. Aber wie gesagt, bei der anderen habe ich der Sensor ist größer, deswegen ist die Bildqualität besser. Aber die ist halt einfacher, so eine Action-Kamera. Deswegen bin ich etwas hin und her gerissen. Mal sehen, wie ich mich entscheide. Auf jeden Fall mag ich die Farben noch nicht so richtig von dem Teil hier. Also nicht von der Kamera, sondern von dem Bild. Also einmal war ich schon mal hier. Das sind hier für die Hardcore-Profis. Oder sowas hier so über Kopf. Keine Ahnung. Ja, du weißt, das ist das Einfache, das nehme ich erstmal. Da gibt es ein paar. So, erste weiße Runde geschafft. Kaum ausgesehen. Dann hier auf mich auffällt. Ne, ja? Hier kann ich rauf? Ja. So, wie geht's denn? Okay, das war jetzt vorbei, es war ja einfach. Zweimal Spider-Man. Okay.
schwieriger als man denkt. Ich habe das mal ein bisschen weiter eingestellt. Was ist irgendwie so eine Actioncam praktisch, weil die wirklich eine Menge aufnehmen kann. Also da ist der Weitwinkel gut. So alleine nur zum Vloggen, weiß ich nicht. Der Ding ist ja, ich will wissen, ob ich zwei Kameras haben möchte, weil ich es eigentlich Quatsch finde. Eigentlich reicht mir eine. Aber für sowas ist das natürlich praktisch. Schauen wir mal. Warum raufe ich nicht? Dann nimm mal einen anderen. Wie muss ich jetzt hier so anfangen? Muss ich so? Ja, weiter geradeaus. Wie fühlst du dich jetzt? Super. Wie neu geboren. Das ist das erste Mal, ne? Jetzt am Ende! Oh, ja, komm! Du bist fertig. Achso, okay. Das war nichts für mich. Ja. Weil ich versuche es, aber guck dir erstmal zu. Profi, ne? Scheiße, Alter. Da war jetzt ja
So bei der Kante angefasst? Beide Hände noch bitte. Hä? Du musst oben an der Kante. Ach so. Klebeschleife ist, dann musst du oben an die Kante. Mein Arsch in der Hose aus. Richtig knackig, Alter. Knackig. Oh, Russian Spider-Man. Frühstück für Champions. Laugenbrezel, vegane Nussecke und Chicken Nuggets. Und einen Tee. Das ist das Ende. Ja, nice. Zwischen-Update. Ich muss jetzt schon mal die Batterie wechseln. Also den Akku war ja irgendwie sehr schön alle. Aber wir sind doch schon fast 3 Stunden hier bisher. Es macht Spaß mit so einer Kamera, aber ich weiß ja nicht, ob ich die jetzt irgendwie extra dafür kaufen würde. Keine Ahnung, macht aber Spaß. Noch ein bisschen tiefer, du bist auf dem blauen Rad. Rechts ist gerade auf blau. Ist auf blau, ich sehe nichts. Du musst noch ein bisschen tiefer und weiter rein. Bin ich auf blau? Ja. Nee, das ist gelb. Hier ist ein gelber. Achso, Verzeihung. Da ist ein gelber, hier ist auch noch ein gelber. Verzeihung ist auch blau. Also, oh fuck, Alter. Kannst du draufstellen. Oh. Boah. Scheiß Maschine, Alter. Boah, fick mich, Alter. Nachher. Komm nicht runter. In die Schwarzen. Du scheiß Maschine, ja. Wow. Hier darf ich rauf, ja? Ja. Runterkommen ist schwierig. Den. Erfolg. Ich habe mir schon mal so grob geguckt, was ich mache.
5 Sekunden. Oh, scheiße, wo ist Darf ich trotzdem nach Hause? Gerade so. So, jetzt kommt der richtige Spaß. Das ist ziemlich gefährlich hier an der Kante. Oh. Nö. Dann musst du dann jetzt irgendwie dich darüber bewegen, oder wie? Nee, ich sag mal Balance halten. Ach so. Wie du siehst, kann ich es nicht. Balance halten konnte ich immer so. Also Luftballons halten. Das kriege ich hin. Also das war doch mal erfolgreich. Ich fand, die Kamera hat sich fast so gut geschlagen wie ich. Ich habe auch fast alle weißen Strecken gemacht. Also ich bin der Meinung, ich habe alle geschafft. Grüne war auch sehr gut. Kamera, ja, macht sich ganz gut. Aber ich weiß halt nicht, das kann meine andere Kamera ja auch. Bin mir nicht sicher. Wie gesagt, das war auch nur so ein Test für den täglichen Einsatz. Mit den Homies da vorne. Na, mal sehen. Ich hoffe, es gibt jetzt auch irgendwas zu essen. So praktisch bei der Kamera ist natürlich, man kann ja einfach so in der Hand halten. Und das fetzt. Aber mir gefällt der Weitweg nicht so. Sagen wir mal, ich bin hin und her gerissen. Plan ist jetzt irgendwie so ein bisschen Sushi zu holen. Aus dem Edeka. Das wird ein richtig langes Video, glaube ich. Tja, wir waren dann also noch im Edeka an der Sushi-Bar. Und es war wunderschön. Bin nicht für Reime hier, sondern aber nur, um ein Abschlusswort zu bringen. Das war Bolden 2.0. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe alle weißen Etappen beendet. Viele der grünen, mehr traue ich mir noch nicht zu, aber war ja erst mein zweites Mal. Macht sehr viel Spaß. Mache ich definitiv nochmal. Danke an alle, die dabei waren. Mich quasi gezwungen haben, mit dran teilzunehmen, weil die machen das. Also muss ich es auch. Ich muss irgendwie alles probieren wegen Midlife Crisis und so weiter. Die Kamera, ja, es war ja kein Kameratest, war aber nur, ich habe es mitgenommen, ob man da jetzt irgendwie tägliche Vlogs mitmachen kann oder irgendwelche Geschichten. Für so Action-Kram ist sie natürlich prädestiniert. Bisschen anders als meine, mit der ich normalerweise filme. Aber mir gefällt die besser. Das Bild gefällt mir mehr, weil der Sensor größer ist. Bei wenig Licht ist die auch besser. Ich wollte eigentlich die Abschlussworte draußen filmen, aber da es schon dunkel ist. Ursprünglich wollte ich das im Zug machen, da ging es noch, aber der Zug war voll. Deswegen wollte ich da nicht filmen. Dann draußen, zu dunkel. Naja, Ausreden ohne Ende. Bin mit dir zu Hause, wie man sieht. Für die berühmten Abschlussworte. Die Kamera, wie gesagt, für Action toll. Nur diese super weitwinklige
man sieht ja hier, meine Hände sind ziemlich gewölbt am Rand. Und ich habe schon mal ein anderes Video gemacht vor ein paar Tagen. Wenn jemand am Rand steht, verzerrt das natürlich aufgrund dieses Ultraweitwinkels. Wie gesagt, die Idee war ja, dass ich mir das Ding irgendwie an die Brust schnalle, wenn ich laufe und dann irgendwie filme und beide Hände frei habe. Aber ob ich das so oft mache, weiß ich nicht. Von daher lohnt sich die Investition für eine zweite Kamera eher nicht. Ich bleibe bei meiner Polly Pocket, also Osmo Pocket, aber ich nenne die einfach mal Polly Pocket. Ist mir gerade eingefallen. Witzig, oder? Und eine Kamera reicht, finde ich. Demnächst definitiv mehr, weil es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dem ganzen Boulder-Kram. Ist halt nur mal so ein bisschen doof mit der Anreise und so weiter. Aber gut, wenn man frei hat, passt das schon. Lirum Larum, ich will nicht weiter um den heißen Brei reden. Das Ganze beenden. Ich schnappe mir erstmal ein Sportzeug, gehe ins Gym und dann gehe nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde laufen, weil ich brauche den Grind einfach. Außerdem habe ich Urlaub und mir ist langweilig. Und ich will nicht schon wieder irgendwie irgendwelchen Quatsch im Fernsehen gucken oder auf YouTube, weil YouTube ist ja auch, da sind ja auch Leute, da stellt ja jeder seinen Scheiß online. Das ist Wahnsinn. Ich mach's kurz. Schönen Dank für die Zeit und bis bald. Peace out.